Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Gestern habe ich euch nicht zu viel versprochen. Heute gibt es nämlich das Blister der Topps Match Attax Champions League Serie. Das Ganze kostet 4,99 € und dort enthalten ist genauso wie bei der Bundesliga-Serie eine bronzene, silberne oder goldene limitierte Auflage. Ich würde mal sagen, ich habe hier wieder meine Schere und ich schneide das Ganze hier einfach mal auf, hole dann die Booster raus. Ich glaube, der erste Booster, der ganz oben drauf liegt, dort ist auch die limitierte Karte enthalten. Ich weiß es nicht genau, deswegen kann ich es nur vermuten. Das war so dieser Booster hier. Da ist die limitierte Karte drin. Eine goldene limitierte Karte wäre natürlich richtig geil. Ich habe auch schon sehr oft in den Kommentaren gelesen bei Top Trading Cards, Ben Masterful und so weiter, dass sich die Blister immer richtig gelohnt haben. Mal gucken, ob heute der Blister auch bei uns ja empfehlenswert ist, sage ich mal. Auf jeden Fall fange ich an hier mit dem ersten Booster mit Sterling und Cristiano Ronaldo. Oioioi. Es geht los. Ich kann euch natürlich noch das Unboxing von gestern nur ans Herz legen. Da hat man eine richtig geile Karte drin. Ich sag nur Club 100. Hier nochmal, zack, Raheem Sterling, 85 Angriff. Der schnellste Finger bekommt den für den Online-Spiel-Scheiß da. Keine Ahnung, ich mache es nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall Hannes van der Broggen von KAA Gent. Gefolgt von Franky als natürlich Basekarte. Und dann haben wir hier der nächste Matchwinner, Ezequiel Garay, beziehungsweise der erste Matchwinner für heute, richtig geil, von Zenit St. Petersburg und Diego Costa, Starspieler, den hatten wir ja gestern auch, also steht zum Tausch, beziehungsweise werdet ihr spätestens bei meinem Mappen-Update erfahren, weil ich euch da natürlich auch die doppelten Karten zeigen werde. Hendricks von PSV Eindhoven. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Da haben wir Magitex Live Code für Lukas von Paris. Und es geht weiter mit Doklov von Zenit St. Petersburg. Und eine Powerkarte dieses Mal. Claudio Marchisio von der alten Dame, dann noch von der alten Dame Stefan Lichtsteiner und Patrice Evra als Defensivduo. Maximilian, ja, wie Ben Masterful sagen würde, Anolo. Spaß beiseite, Maximilian Arnold natürlich und Vincent Iborra von Sevilla. Ja, ja, ja. Nächster Code. So, da haben wir Francesco Totti, Olibert Goldi, würde auch der Ben Masterful jetzt sagen. Francesco Totti von der AS Roma, Sebastian Rode, Juan Mata, Starspieler von Manchester United. Wer ist das? Emre Colak von Galatasaray und zu guter Letzt haben wir Gibbs von Arsenal. Macht richtig viel Spaß, immer die Booster zu öffnen, Leute. Meine erste Serie war die allererste Match-Attax-Serie, wo die Matchwinner noch so einen schwarzen Rand hatten. Die waren enorm geil. Auf jeden Fall haben wir hier Andres Guardado, 73er Abwehrwert. Der Spieler ist auch auf manchen Boostern drauf. Rodic von Malmö. Cesc Fabregas von natürlich Chelsea. Dann Mittelfeldduo Thorgan Hazard und André Hahn. Pereiro von PSV Eindhoven und Papadopoulos von Leverkusen. Also bis dato, ja, war jetzt nur ein Matchwinner dabei, sage ich mal. So gut war es jetzt nicht. Okay, wir haben zwar 5 Powerkarten jetzt schon, aber der ein oder andere Matchwinner mehr wäre noch geiler gewesen. Aber ich will mich nicht aufregen. Vielleicht haben wir jetzt hier noch, ja, mein Ziel ist es mindestens eine Silberlimi. Mal gucken, was wir bekommen. Wahrscheinlich ist das hier die Limi. Die packe ich mal hier hin. So, haben wir hier noch, ja, Lewandowski ist nämlich die limitierte Auflage. Mal gucken, Gold, Silber, Bronze. Ich hoffe mal mindestens Silber, das wäre enorm geil. Kevin Trapp von Paris. Dann Leverkusen-Duo, Defensiv-Duo Wendell und Hilbert.
Carole von Galatasaray und Jack Wilshere. Und da haben wir sie. Da haben wir sie, die ultimative limitierte Auflage. Durchatmen. Ich hoffe mal, wir bekommen eine silberne, beziehungsweise eine goldene, und wir bekommen die bronzene limitierte Auflage von Robert Lewandowski. Egal, scheiß drauf. Trotzdem war der Pol eigentlich richtig gut. 6 Powerkarten, natürlich die limitierte Karte, die immer drin ist. Robert Lewandowski, die Basekarten und so weiter. Ich werde jetzt die ganzen Kärtchen, beziehungsweise das Starterpack dann noch öffnen. Und dann würde ich sagen, ein Multipack gibt es auch noch, genau das habe ich vergessen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Haut da rein!